Herzlich willkommen zurück bei Let's Play Oblivion von eurem Hunter. Und was haben wir im letzten Part gemacht? Genau, wir haben die Quest angenommen, namens Die Täuschung der Sirenen, wie hier zu lesen. Und darin ist der Rede, dass eine Bande weiblicher Verbrecher, beziehungsweise Diebinnen, die Männer hier in Anvidel heimsucht und sie dann bestiehlt. Und dem wollen wir natürlich auf den Grund gehen, wir sind hier ein Mann und dementsprechend setzen wir uns einfach mal in die schwimmende Schüssel, das ist die Taverne hier im Ort. Und wir werden einfach mal warten, ob die vielleicht auftauchen. Wir werden uns hinsetzen und einfach mal schauen, wie gesagt, ob die kommen und uns mitnehmen wollen oder uns irgendwohin einladen. So, hier sind wir auch schon. Und müssen wir warten oder so, oder reicht es, wenn wir uns hinsetzen? Ach so, okay. So weit sind wir noch gar nicht. Wir müssen zuerst zu Gogang gehen. Und der ist hier drinnen. Okay, okay, ich bin schon etwas zu weit. Wir haben noch nicht mal mit Gogang gesprochen. Eine der Münze müsste hier irgendwo sitzen. Bettler. Genau, hier, Gogans Haus. Ist sogar aufgesperrt, wie üblich. Nanu. Okay, ich habe von deiner Stimme gehört. Das wird wohl sein. Das ist sie. Und wo ist er? Ich habe ihn doch gerade vorhin gehört. Unten habe ich ihn aber nicht gesehen. Nanu. Doch, da sitzt er genau um die Ecke, okay? Also sprechen wir ihn an, würde ich sagen. Was wünscht ihr? Verzeiht, ich bin neu in der Stadt. Ich kenne hier keine Menschenseele. Okay, dann erzähl uns zumindest was über die Bande, bitte. Redet mit Melona. Sie leitet den Rat, Richter, Schöffe und Henker. Achso, jetzt müssen wir eben mit ihr reden. Ich mag das Essen in der schwimmenden Schüssel. Manlon führt ein erstklassiges Gasthaus. Okay, interessant zu wissen. Aber wir gehen jetzt einmal zu ihr und es steht dazu schon in die Schüssel. Ich wäre hier schon zu früh dort. Also, wo ist sie jetzt schon wieder? Da ist sie. Hallo, wie gefiele es euch, meinem Mann Gogan aus der Patsche zu helfen? Sicher, was hat er denn gemacht? Glaubt mir, er braucht alle Hilfe, die er kriegen kann, um sich aus diesem Schlamassel zu ziehen. Dass er auf diesen Trick der Bande reinfallen würde. Ach, ich könnte ihn erwürgen. Tut mir leid. Ich schwatze drauf los und ihr schaut verwirrt. Lasst mich erklären. Falsche Untertitel. Okay. Nein, könnt ihr mir mehr erzählen? Hat sie nicht gerade gesagt, lasst mich erklären? Warum soll ich dann sagen nein, ob sie mir mehr erzählen kann? Das möchte sie doch gerade. Gut, egal. Sagen die Frauen der Bande locken Männer zu einem abgelegenen Versteck, wo sie sie bis aufs Hemd ausrauben. Das geht schon seit geraumer Zeit so. Die Stadtwache hat nicht viel dagegen getan, auch deshalb, weil die ausgeraubten Männer meist zu beschämt sind, um das Ganze zu melden. Nehmt zum Beispiel meinen nichtsnutzigen Gatten Gogan. Ihm waren ihre Reize wichtiger als meine. Als Gogan, bei den Damen war, haben sie ihm etwas sehr Wertvolles abgenommen. Nein, nein, es ist nicht, was ihr denkt. Als sie ihn in ihre Lasterhöhle lockten, hatte er ein kostbares Familienerbstück bei sich. Es war ein kleiner Ring, den er am Tage unserer Hochzeit erhalten hatte. Der Ring gehörte meiner Mutter und war seit Generationen in Familienbesitz. Ich gebe euch all mein Geld, um ihn zurückzubekommen. 100 Goldstücke. Könnt ihr uns helfen? Ja, natürlich. Hab Dank. Ich fürchte, ich kann euch nicht groß helfen, aber ich tue, was ich kann. Ja, der wieder zählt. Anvidel, was hat sie uns zu sagen? Mir gefällt es hier. Die Menschen sind sehr nett. Viel netter als in der Kaiserstadt. Gerüchte. Ich mag das Essen in der schwimmenden Schüssel. Gut, das haben wir schon gehört. Hat sie noch was zu sagen zur Bande? Ich kann euch nur sagen, dass ihr in der schwimmenden Schüssel anfangen solltet. Gogan okay. kann euch vielleicht... Ja, jetzt wollen wir wieder zu Gogan gehen, mein Gott. Zuerst zu ihr, dann zu Gogan. Okay, also sprechen wir mal an.
Was wünscht ihr? Bande. Ich sehe, meine Frau konnte wieder mal ihren Mund nicht halten. Ja, es stimmt. Ich habe den Familienring an diese Sirenen verloren. Die ganze Sache ist mir zwar sehr peinlich, aber nicht so peinlich, dass ich euch nicht um Hilfe bitten würde. Ich saß in der schwimmenden Schüssel, als die bezauberndste Nord, die ich je sah, und eine ebenso attraktive Kaiservolkfrau eintraten. Wir redeten kurz und dann folgte ich ihnen zu einem Bauernhaus. Drinnen baten sie mich, all meine Sachen und Gegenstände abzulegen. Nun, das tat ich. Und plötzlich zogen sie Waffen und nahmen mir alles. Dann schickten sie mich weg, ohne einen Fetzen am Leibe, diese Dirnen. Bitte helft mir, diesen Ring zurückzubekommen. Ich will damit die Reste meiner Ehe retten. Okay, dann schauen wir mal, was jetzt im Tagebuch steht. Ich bin auch nur ein Mann. Das gehen wir mal raus. Und jetzt schauen wir. Nach dem Gespräch mit Gugan weiß ich, dass es mindestens zwei Bandenmitglieder gibt. Eine kaiserliche und eine Nord. Sie locken Männer zu einem abgelegenen Ort, überreden sie dort zum Ablegen ihrer Kleider und Ausrüstung und machen die Hilflosen dann nieder. Ich glaube nun genügend Informationen zu haben, um die Taverne zur schwimmenden Schlüssel beobachten zu können. Gut, jetzt können wir endlich hin. Das heißt, ab daraus. So. Interessant, fahrt fort. Ich habe nichts gesagt, was soll daran interessant sein? So, steht jetzt irgendwas von warten? Okay, ich würde sagen, wir setzen uns jetzt einfach mal dahin. Wobei, es ist 8.43 Uhr AM, ob die um die Zeit daherkommen, ist wieder fraglich. Aber ich würde sagen, wir speichern einfach mal. Und schauen einfach mal, ob sich was tut. Setzen wir uns mal hier hin. Okay, da sind die beiden schon. Das geht ziemlich schnell. Und sie kommen auch direkt auf uns zu. Ich sehe euch hier das erste Mal. Oh, und ihr seid auch allein. Wie traurig. Nun, wenn ihr wollt, können wir dieses kleine Problem lösen. Ihr müsst wissen, Faustina und ich, wir sind auch allein und wir suchen Gesellschaft. Ihr scheint da genau der Richtige zu sein. Ich sage euch etwas. Wir haben eine gemütliche Bauernkarte nicht weit von hier. Dort könnten wir uns, nun, besser kennenlernen. Ich markiere es auf eurer Karte, damit ihr nicht vergesst, wo ihr uns finden könnt. Treffen wir uns dort um 11 Uhr. Ich verspreche euch eine Nacht, an die ihr euch noch lange erinnert. So. Ihr seht schon hier hinten, das ist diese kaiserliche und sie ist die Nord, die angesprochen wurde. Und ich würde sagen, wir fragen sie mal nach diesen Nächten voll Spaß. Muss ich es wirklich sagen? Ihr seid ein Mann und ich bin eine Frau. Mit einem gewissen Verlangen. Den Rest könnt ihr euch denken. Na dann. Sind, wie es aussieht, wirklich Dirnen. Gugan hatte wortwörtlich recht. Ich kann unser Treffen kaum erwarten. Bitte okay, kommt sie pünktlich. Hat nichts Konstruktives mehr beizutragen, wobei wir können sie auch mal danach fragen. Hoffe, ihr habt nicht vor, viel zu schlafen. Okay. Das heißt, ja, ich glaube, die werden auch nicht viel schlafen, dass sie, ja, dass ihnen nicht zugute gehen wird, glaube ich. Und wir haben jetzt die Markierung bekommen. Der Gwedenbauernhof ist hier. Das ist ein wenig abgeschieden. Das heißt, wir werden uns jetzt nach Whitmond begeben. Und dort ebenfalls eine Quest nehmen, wenn wir schon dort sind. Denn dort ist eine Frau, die Probleme mit ihrem Ehemann hat, wenn ich mich da recht erinnere. Aber der ist abgesperrt. Und sie ist auch nicht draußen. Das heißt, ja, 9.23 AM, da kann man noch schlafen. Würde sagen, warten wir mal 2 Stunden. Immer noch zugesperrt. Aber jetzt ist sie draußen. Okay, falls sie das nicht vorher auch schon war. Ich habe sie halt nicht gesehen. Maeva die Üppige. Warum läuft sie vor mir weg? Maeva? Ach so, okay. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Da war ein Wolf. Nehmen wir uns das Wolfsfell und jetzt reden wir mit ihr. Wenn ihr meinen nichtsnutzigen Mann Pschalfi findet, sagt ihm, dass ich zurück will, was er mir gestohlen hat. Okay, dann fragen wir sie mal was nach ihrem Ehemann. Vielleicht könnt ihr mir helfen.
Der Name meines Ehemanns ist Pschalfi, der Verachtenswerte. Mein Vater sagte, es wäre ein Fehler, ihn zu heiraten. Aber ich wollte nicht hören. Zu unserer Hochzeit gab Vater uns ein Erbstück als Geschenk. Felsenschmetterer, ein Streitkolben, der sich schon seit Generationen in unserer Familie befindet. Bjalfi stahl Felsenschmetterer von unserem Kaminsims und ging fort, um sein Glück bei einer Bande von Plünderern in der Strandfestung zu suchen. Ich möchte den Streitkolben zurückhaben. Bitte, ich glaube nicht, dass er jemals zurückkommen wird. Und ich möchte dieses kostbare Erbstück nicht an eine Verbrecherbande verlieren. Okay, und Gerüchte? An Zombies denke ich gar nicht gerne. Keine Arme, keine Beine, kein Kopf. Ihr Gestank ist unerträglich und sie sind nur schwer zu töten. Okay. So, schauen wir uns bitte mal den Eintrag im Tagebuch an. Auf dem Whitman-Hof außerhalb von Anvil bin ich von Maeva, der Vollbusigen, die heißt auch nicht Vollbusig, der heißt Maeva die Üppige, okay, gebeten worden, ein Familienerbstück wieder zu beschaffen, das ihr Mann stahl, als er sie verließ. Der Streitkolben wird Felsenschmetterer genannt. Ihr Mann, Bjalfi der Verachtenswerte, wurde zuletzt auf dem Weg zu den Ruinen von Fort Strand gesehen, um sich der Marodeurbande anzuschließen. So, Festung Strand liegt auf dem Weg, deswegen habe ich auch diese Queste angenommen. Und wenn wir uns halt schon in Widmet befunden haben und das dementsprechend sehr praktisch gelegen ist. Jedenfalls müssen wir, bevor wir dorthin schnell reisen können, den Ort finden bzw. ihn erreicht haben. Und ich würde sagen, wir werden uns dann im nächsten Part nach Festungsstrand und zum Quedenbauernhof begeben. Also, bis dahin. Ciao.